Das Jahr 2018 wurde von der EU zum europäischen Kulturerbe ernannt. Alle europäischen Staaten, auch die Nicht-Unionsländer, sind dazu aufgerufen, ihr eigenes kulturelles Erbe unter die Lupe zu nehmen. Innerhalb Deutschlands koordiniert das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz die Initiative. Öffentliche und private Einrichtungen sowie die Bevölkerung sollen Projekte rund um unser Kulturerbe beim Themenjahr anmelden. Der Appell richtet sich explizit auch an die junge Generation. Neugierig, was wir eigentlich erben können, welche Verantwortung das für uns bedeutet und wieso wir uns 2018 nun im europäischen Kontext damit beschäftigen sollen, habe ich mich als sogenannte junge Erbin mit dieser Reportage registriert. Mein Vorhaben? Entlang von drei von mir ausgewählten deutschen Projekten begebe ich mich auf eine Erkundungstour in unser Kulturerbe. Zusammenarbeiten, um dann was auf die Beine zu stellen. Genau, in Passau wollten drei Jurastudenten das Themenjahr nutzen, um unserem kulturellen Erbe mehr Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen. Schon 2017 gründeten sie die European Students Association for Cultural Heritage. Kurz ESAC. Innerhalb weniger Monate wuchs die Idee zu einem virtuellen Netzwerk mit mittlerweile 9 europäischen Standorten heran. Dieses Jahr soll das bisherige Social Media Networking nun handfest werden. Über gemeinsame Bildungsveranstaltungen und Kulturexkursionen wollen sich die internationalen Studenten näher kennenlernen und zu den verschiedensten Facetten unseres kulturellen Erbes austauschen. Je mehr man von einer Sache spricht, desto mehr ist es ein Zeichen dafür, dass diese Sache gefährdet ist. Die erste Chance für einen persönlichen Kontakt bietet der nationale Startschuss des Themenjahres. Anfang Januar treffen in Hamburg Vertreter aus den deutschen ESAC-Standorten aufeinander. Ich nutze die Gelegenheit, um mit ihnen über Europa und unser Erbe zu reden. Zunächst aber besuchen wir den offiziellen Festakt im Hamburger Rathaus. Dort eröffnen die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Martina Münch, die Präsidentin des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, Hand in Hand das europäische Kulturerbejahr. Es ist unser gemeinsames europäisches Kulturerbe. Es sind Bauwerke und Denkmäler, lebendige Bräuche, auch die immateriellen Kulturerbe-Geschehnisse sind uns ja wichtig und Traditionen. Es sind materielle und immaterielle Schätze aus über 2000 Jahren Geschichte, in denen eben sinnlich erfahrbar wird, was uns in Europa verbindet. Vom Verbindenden ist in Europa angesichts des Brexits und der europafeindlichen Strömungen derzeit aber wenig zu spüren. Gerade in der jetzigen schwierigen Zeit, die Europa ja durchlebt, wo eben alles in Frage gestellt wird, wo wir ein Aufwachsen der Nationalstaatlichkeit wieder erleben, wo wir auch eben auch eine Trennung zwischen den osteuropäischen Staaten und den westeuropäischen Staaten erleben oder dass viele sich konzentrieren auf ihre eigenen Probleme, geht es einfach darum, sich nochmal zu vergewissern, was macht Europa aus, was sind unsere Wurzeln und dass man darüber auch zu einer größeren Idee der europäischen Idee und der Gemeinschaft auch kommt. Was würdet ihr dazu sagen? Fühlt ihr euch als Europäer? Ist das für euch überhaupt ein Begriff, mit dem ihr euch identifiziert? Oder ist es nur so ein Dogma? Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext drauf an. Wenn ich außerhalb von Europa bin, gerade in Amerika zum Beispiel, dann macht es schon irgendwie mehr Sinn zu sagen, ich komme aus Europa, weil dann wissen sie, ah, Europa. Aber innerhalb von Europa ist es halt, ja, es ist sehr interessant, wie die Leute sich dann definieren. Es wird halt gerne als Schlagwort benutzt, in dem Sinne, wenn gesagt wird, ich fühle mich als Europäer, beziehen sich die meisten in dem Sinne auf Westeuropa. Ich glaube, dass es nicht genügend tatsächlich gesamteuropäische Identität bisher gibt. Die Leute im Balkan sagen immer, ja, die europäischen Touristen. Wir denken immer, es ist so ein Einheits... Es gibt ja keine europäische Gesellschaft. Also, wir haben keine gemeinsamen Medien, wir haben keine gemeinsamen, in dem Sinne, großen Sprecher, wir haben keine Vorbilder. Eine europäische Medienanstalt. Für den Zusammenhalt wäre eine gemeinsame Öffentlichkeit sicherlich hilfreich.
Wenn heute Europaskepsis sich breit macht, dann muss man dem entgegensetzen, wie viel es uns gekostet hat, so weit zu kommen, wie wir sind. Wie mühsam war der Friedensschluss, die Verwüstung des Ersten Weltkriegs und des Zweiten. Was ist daraus am Ende für ein großartiges Friedensprojekt geworden? Interrail, und es gibt auch Erasmus. Also tatsächlich, ich glaube, wenn erstmal eine Generation von Erasmus-Studierenden tatsächlich irgendwo in Position kommt, die man erlebt haben, was es heißt, auch irgendwie gemeinsam was zu erleben, dann ist das nochmal was ganz anderes. Aber vielleicht sind wir die erste Generation, die tatsächlich vor allem die positiven Aspekte von Europa erlebt hat. Die jüngeren Wähler sind, denke ich, auch weniger empfänglich für Ideologien, die diesem europäischen Projekt oder der europäischen Zukunft im Weg stehen. Vielfalt in der Einheit lautet heute der kluge und mutige Anspruch Europas. Einheit basierend auf Grundwerten wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Freiheit in einem Verbund von noch 28 Staaten. Der gesamte europäische Kontinent zählt 47 Länder und noch mehr einzelne regionale Kulturen. Eine Kulturendichte, die ihresgleichen sucht und die sich stets in enger Abhängigkeit voneinander entwickelt hat. Insofern ist das kulturelle Erbe dieser gemeinschaftliche Kitt. Ja, es wird immer vom gemeinsamen Common Heritage gesprochen, Sharing Heritage. Erbe teilen? Muss man denn nicht zunächst etwas besitzen, um es teilen zu können? Ich denke als Kunsthistorikerin beispielsweise nie in Besitzkategorien. Wir sagen immer, die Kultur gehört niemandem. Das, was wir vorfinden, egal in welchen Grenzen, ist etwas, für das eine Fürsorgepflicht erwächst, desjenigen, in dessen Obhut sich dieses Kulturerbe gerade befindet. Also nicht in Besitzkategorien denken, sondern in Fürsorgekategorien. Eigentum verpflichtet, so steht es im Grundgesetz. Wenn das Erbe nun aber in die falschen Hände gerät und die Fürsorge unterlassen wird, was kann die Denkmalpflege dann tun? Denkmalschutz ist ein Eingriff in Eigentumsrechte. Im Extremfall dann sehen die Denkmalschutzgesetze vor, dass die Eigentumsrechte entzogen werden. Diese Ultima Ratio der deutschen Denkmalschutzgesetze wurde aber noch nie rechtskräftig durchgeführt. Jedenfalls bisher noch nicht. Das führt mich zu meinem ersten Kulturerbefall. Im Rahmen der Initiative Denkmalaktiv – Schulprojekte zum Kulturerbejahr beschäftigen sich junge Erben im Thüringer Wald mit dem Präzedenzfall Reinhardsbrunn. Unterstützt werden sie dabei vom Denkmalpfleger Michael Hess. Hier wirkten die ersten Landgrafen Thüringens, die Ludowinger. Und das waren die ersten namentlich bekannten Herrscher, die Thüringen soweit organisiert und regiert haben. Und daher ist schon alleine von der Entstehung her Reinhardsbrunn die Wiege Thüringens. Die Wiege Thüringens ist der Allgemeinheit momentan allerdings nicht mehr zugänglich. Das Gelände darf nur noch mit Genehmigung und in Begleitung des Fördervereins Schloss und Park Reinhardsbrunn betreten werden. Die Gebäudeinnenräume sind wegen Einsturzgefahr sogar ganz tabu. Dem Freistaat Thüringen droht damit ein fundamentales Stück Identität wegzubrechen. Bergab geht es mit der kulturhistorisch bedeutenden Schlossanlage seit Anfang der 90er Jahre. Bei der Umverteilung durch die Treuhandgesellschaft gelangte Reinhardsbrunn in Privatbesitz. 2007 dann erwarb ein Weimarer Bauingenieursbüro das Anwesen. Seitdem werden die Besitzverhältnisse nebulös. Wenig später ging die GmbH, nämlich samt Reinhardsbrunn, in die Hände russischer Geschäftsleute über. Der aktuelle in England lebende Geschäftsführer war für die Drehanfrage nicht greifbar. Die Kontaktierung gelang nur über seinen Rechtsanwalt. Es ist von den jeweiligen Eigentümern in einer schändlichen Weise missbraucht worden, zum Parken von Geld zu Spekulationszwecken und Ähnlichem. Es ist ein würdeloser Vorgang. Trotz Mahnungen haben die Eigentümer seit 10 Jahren gar nichts mehr für das Denkmal getan. Der Zustand ist besorgniserregend und deshalb hat sich der Freistaat Thüringen entschlossen, hier zum ersten Mal eine Enteignung eines Denkmals durchzuführen.
Der Staatsbesitz ist etwas, was Kontinuität gewährleistet. Und das ist etwas, was im Denkmalbereich natürlich sehr wichtig ist. Beim Thema Enteignung werden die Arme und die Finger sehr lang. Jeder weiß, es geht hier um ein sehr hoch eingestuftes, bei uns sehr hoch eingestuftes Rechtsgut, nämlich das Eigentum. Ja. Und es geht da um jede Menge Verwaltungsärger, juristischen Ärger. Und nicht zuletzt um einen meist erheblichen finanziellen Aufwand. 2 Millionen Euro hat die Thüringer Landesregierung schon für die Sanierungsmaßnahmen von Schloss Reinhardsbrunn zur Seite gelegt. Die millionenschweren Grundbuchschulden, die sich durch Spekulationsgeschäfte der Eigentümer angehäuft haben, müssen aber nicht übernommen werden. Im Zuge einer Enteignung werden diese gelöscht. Es wird bundesweit begrüßt, dass wir diesen Weg gehen, dass wir diesen Weg als Erste in der Bundesrepublik Deutschland gehen. Und man wünscht uns viel Glück dabei, um gegebenenfalls bei ähnlichen Fällen in anderen Bundesländern auch so entsprechend reagieren zu können. Also ich glaube, derzeit blickt die Bundesrepublik, die anderen Kulturämter blicken auf Thüringen und erwarten dort ganz interessiert den Ausgang dieses Enteignungsverfahrens. Im Juli war der Ausgang des Enteignungsverfahrens schließlich da. Das Landesverwaltungsamt hat dem Antrag der Landesregierung stattgegeben. Schloss Reinhardsbrunn sollte in den Besitz Thüringens übergehen. Doch die Eigentümergesellschaft hat Klage dagegen eingelegt. Und solange das Rechtsverfahren nicht abgeschlossen ist, darf der Freistaat auch keine Sanierungsmaßnahmen durchführen. Das Weiterbestehen des historisch bedeutenden Ortes steht also nach wie vor auf dem Spiel. Schloss Reinhardsbrunn war dann ein Treffpunkt für den europäischen Hochadel. Ich sage jetzt mal, die bekannteste ist Queen Victoria. Ja, das ist richtig. Und damit ist Reinhardsbrunn ja wirklich schon ein europäischer Standort. Und wir hatten tatsächlich von unserem Förderverein ausgehend vor 3 Jahren einen Brief geschrieben an Queen Elizabeth samt Gemahl, der sich dann auch erfreut zeigte, dass man sich hier um das Schloss Reinhardsbrunn weiterhin kümmert. Zuletzt wurde in dem alten Gemäuer ein Hotel betrieben. Auf die Form einer künftigen Nutzung hat sich die Landesregierung noch nicht festgelegt. Zunächst müsste ein Investor gefunden werden. Ein Hotel, Museum, halt, wo es richtig schön drin ist. Schönes Restaurant vielleicht, ne? Man kann aber auch darüber nachdenken, dass es vielleicht auch eine Bildungsstätte werden könnte. Und da kommt dann wieder die Brücke zu diesem europäischen Rang. Wenn man hier eine europäische Akademie für Bildungszwecke einrichten könnte, wäre das auch eine adäquate Nutzung für das Schlossensemble. Das ist ja auch sehr im Sinne des europäischen Kulturerbes. Ja, das stimmt. Es gibt ja die Idee, dass das Kulturerbe auf der Welt nicht nur einem Land gehört, sondern der Menschheit insgesamt. Und man merkt es ja auch selber, wenn in Afghanistan diese Buddha-Statuen zerstört werden oder Palmyra zerstört wird, dass man da betroffen ist. Also dass man das auch als Verlust wahrnimmt, selbst wenn man nie da gewesen ist. Letztendlich zeigt die Zerstörung, wie wichtig Kulturerbe ist, weil warum würde es sonst zerstört werden, bewusst zerstört werden? Um Gemeinschaften ihrer Vergangenheit zu berauben und damit der Orientierungsmöglichkeit und damit den Gegner zu schaden und ihn daran zu hindern, entsprechend zukunftsfähig sich zu verhalten. Sharing Heritage. Wir teilen Kulturgüter folglich nicht nur mit der gegenwärtigen Allgemeinheit, sondern vor allem auch mit der künftigen. Ein zeitbezogenes Teilen. Da stellt sich mir die nächste Frage. Welcher Zustand ist überhaupt der erhaltenswerte? Ein prägnantes Beispiel dazu ist das Kulturerbejahrprojekt 25 Jahre Welterbe Bamberg. 3 große Flächen der Stadt bilden das Welterbegebiet. Unabhängig vom UNESCO-Siegel wird die Altstadt Bamberg zudem vom Bayerischen Denkmalschutzgesetz als sogenanntes Ensemble bewahrt. Das macht die Stadt zu einem der größten Flächendenkmäler Mitteleuropas. Dank glücklicher Wetterumstände blieb Bamberg im Zweiten Weltkrieg von einem Luftbombardement alliierter Flieger verschont. So stimmt der Stadtkern noch heute weitestgehend mit der mittelalterlichen Stadtstruktur überein. Ein Großteil Bambergs somit eingefroren in vergangener Zeit? Oder wohnt dem Stadtdenkmal gar ein ganz besonderes Leben inne?
Um dem auf den Grund zu gehen, schaue ich mir statt eines der populären Bamberger Wahrzeichen den Denkmalschutz im Kleinen an. Über 1300 Einzeldenkmäler umfasst die Bamberger Altstadt. Eines davon hat Gregor Linz vor ein paar Jahren erworben. Seitdem restauriert er das Wohnhaus in Kooperation mit dem Denkmalschutzamt. Hier wird die Fürsorgepflicht ernst genommen. Vor jeder baulichen Veränderung muss Gregor Linz eine Erlaubnis einholen. Bevor ich angefangen habe, überhaupt mit einer Baumaßnahme, hatte ich die Auflage, ein Raumbuch für das Haus zu erstellen. Das heißt, jeder Raum wird festgehalten und eine Beschreibung zu dem Raum. Welchen Fußboden hat er drin, wie sind die Oberflächen? Und damit lege ich fest, was ich habe. Die Ursprünge des Hauses stammen aus dem 16. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit wurde es von den verschiedenen Besitzern bzw. Kulturerben immer wieder umgebaut. Wenn man sich anguckt, wie andere Generationen mit alten Gebäuden umgegangen sind, dass die sich nicht so viel Gedanken gemacht haben. Die wollten es gar nicht erhalten, die wollten einfach nur, dass es schöner wird. Also haben sie es neu verputzt und neu angestrichen. Und das ist die Frage, wie geht man damit weiter? Die Vorgabe der Denkmalpflegebehörde nach einer Besichtigung war, rückbauen darf Gregor Linz bis zum Jahre 1920. Sprich, die Bausubstanz vor 1920 ist erhaltenswert, die Zeit danach nicht. Mit dem haben Sie das dann auch so besprochen? Und der sagt dann, ja, bei der Wand dürfen Sie frei gestalten dann? Oder wie läuft das dann ab? Es zwingt mich keiner, das so zu machen. Also man wird schon auch ein bisschen alleingelassen, ist schon so. Ich darf es halt nicht kaputt machen. Also nicht noch mehr kaputt machen, wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, dass es nicht darf. Oder das will ich ja auch nicht. Demnach scheint der Denkmalschutz trotz Auflagen doch noch so einigen Freiraum zu lassen für ein individuelles Restaurierungskonzept. Bis jetzt bin ich eigentlich mehr dem Gebäude gefolgt. Also ich habe versucht, mich aufs Gebäude einzulassen und auf die Substanz und zu schauen, was ist vorhanden. Es gibt hier so Teile, versuche ich da das optisch zu ergänzen, dass man wieder erkennt, was es eigentlich ist oder nicht. Aber das wäre ganz schöner Unsinn. Wieso wäre das Unsinn? Die Frage ist, wie hochwertig ist diese Fassung? Die ist ja jetzt nicht ungewöhnlich hochwertig. An diesem Stück Wand hingegen hat der Künstler einen kleinen Schatz aus der Gründungszeit des Hauses freigelegt. Da sieht man die verschiedenen Zeiten. Also das ist ein Fenster in die Vergangenheit sozusagen. Ich möchte dieses Aufeinandertreffen vielleicht auch der verschiedenen Zeiten sehen und das dann vielleicht noch ein Stück weiternehmen in die Jetztzeit. Das Mitnehmen in die Jetztzeit ist aber gar nicht so einfach wie zunächst gedacht. Wir sind jetzt umgezogen vor einem halben Jahr oder so und problematisch war tatsächlich, dass wir mit unseren Möbeln hier angekommen sind, wollten die aufstellen und die passen alle nicht mehr, weil die Zuschnitte der Räume eben so sind, dass die nicht für normale standardisierte Möbel gedacht sind. Das ist erstmal ein Schock dann. Hier wird es jetzt gerade mal gehen, dass man den Schrank hierher... Nee, hier wird es zum Beispiel auch nicht gehen. Wenn ich hier einen Schrank herstellen will, dann kann der halt nur so tief sein. Da kann ich keinen Schrank hinstellen, sonst kann ich das Fenster nicht mehr aufmachen. Und das sind lauter so Details. Wenn ich jetzt ein Schlafzimmer habe und will da mein Bett reinstellen und fürs Kind einen Schrank, dann funktioniert das nicht mehr so standardisiert. Und das ergibt sich durch viele Umbauten dann oder einfach weil früher als zum Beispiel die Menschen kleiner waren und die Möbel auch? Also die Schlafzimmer waren keine Schlafzimmer, sondern halt Kammern, wo halt ein Bett drin war und eine Kiste. Und das hat halt gereicht. Und das reicht halt heute nicht mehr. Das Möbelproblem ist nur eines von vielen Hindernissen, die den Restaurierungsprozess immer wieder aufs Neue sehr zäh machen. Sie arbeiten jetzt schon seit 5 oder 6 Jahren dran. Würden Sie es wieder machen, dass Sie ein Haus unter Denkmalschutz erwerben und das selber herrichten? Ich würde es wieder machen, ja. Weil die Häuser eine ganz eigenartige Qualität haben, die der Neubau nicht hat. Sie sind nicht so leicht austauschbar. Die Eigenwilligkeit von so einem Gebäude, das jetzt wirklich schon 10 Generationen vielleicht beherbergt hat,
wenn man es bewohnt, merkt man das auch irgendwie. Also man hat ein gutes Gefühl. Also es macht Spaß, hier zu wohnen, tatsächlich. Deswegen glaube ich auch, dass es schon sehr wertvoll ist, solche Dinge zu erhalten. Einfach vielleicht auch als Vergleichsebene. Wie der tote Schmetterling in einem Glaskasten da aufgespießt auf der Stecknadel. Das ist nicht der Denkmalschutz einer Stadt, dass da eine Vitrine drüber gestülpt wird. Nichts rührt sich mehr und alles bleibt doch die nächsten Jahrtausende so, wie es ist. Das meint Denkmalschutz nicht. Denkmalschutz, Denkmalpflege ist kein Veränderungsverbot. Es geht darum, Geschichte mit Vitalität zu verbinden. Die moderne Denkmalpflege will unser Erbe also lebendig halten. Richtig anschaulich wird lebendiges Erbe in immaterieller Form. Hierfür besuche ich ein weiteres Welterbegebiet Bambergs, die Gärtnerstadt. Nein, nicht am Stadtrand, sondern mittendrin. Hier sorgt immaterielles Kulturerbe dafür, dass das Materielle, also die außergewöhnliche Stadtstruktur, erhalten bleibt. Die Bamberger Gärtner blicken auf eine 500-jährige Tradition zurück. Bis heute gibt es noch 19 aktive Familienbetriebe. Im Wesentlichen spezialisiert auf Zierpflanzen, Stauden, Kräuter und Gemüseanbau. Wie genau sieht die Tradition in der Praxis aus und warum wird sie noch aufrechterhalten? Im ursprünglichsten Teil der Gärtnerstadt liegt die Biolandgärtnerei Niedermeier. Seit 2011 baut Sebastian Niedermeier nun schon in der 12. Generation Gemüse an. Heute ist Bamberg sehr stolz auf seine Gärtner. Das war aber nicht immer so. Also vor 20 Jahren galt mehr, die Gärtner müssen weg. Wir brauchen die Gärtnerflächen als Industrieflächen, auch unsere Gärtnerfluren. Also eine Industrie, man sieht es ja, Bosch, Brose, das sind alles ehemalige Gärtnerflächen, wo die jetzt die Betriebe drauf sind hier in Bamberg. Vor 20 Jahren war es so, aus Spanien, aus Holland kommt das Gemüse billig rein. Da hat auch noch keiner den regionalen Gedanken von Lebensmitteln großartig verfolgt gehabt. Das kommt jetzt erst wieder. Ihr Weiterbestehen haben die Gärtner nicht zuletzt der Verleihung des UNESCO-Welterbetitels zu verdanken. Wie so häufig gibt es aber auch eine Kehrseite der Medaille. Denn Welterbe bringt auch Welterbetourismus mit sich. Natürlich ist sowas wie jetzt die touristische Erschließung der Gärtnerei nicht unbedingt noch förderlich. Also wir müssen schon schauen, dass wir das so abwickeln können in der Gärtnerei, dass der grundsätzliche Bamberger hierher kommen kann und seinen Salat kaufen kann. Das muss funktionieren. Und wenn das funktioniert, können Touristen auch hier vorbeikommen und die Gärtnerstadt erleben. Aber der Fokus liegt auf den Bambergern. Der Großteil des angebauten Gemüses wird im eigenen Hofladen verkauft. Denn Regionalität und Frische sind ein Markenzeichen der Gärtnerei. Für die Frische haben die Niedermeyers ein geradezu innovatives, aber eigentlich buchstäblich altfränkisches Vorgehen. Anstatt in einem Kühlraum lagert das Gemüse in einer sogenannten Erdmiede. Man deckt soweit mit Erde ab immer, dass kein Frost ans Gemüse direkt rankommt. Und dann hat man eigentlich durch die Erde, kommt kein Licht ans Gemüse. Es ist kühl, ich habe eben null CO2-Verbrauch. Durch Strom oder indem ich den Kühlraum brauche. Wir haben dann mit der Landesanstalt für Wein und Gartenbau Versuch durchgeführt, rote Beete bis Mai lagern. Im Kühlraum waren sie im Februar kaputt und in der Erdmiete haben sie bis Mai durchgehalten. Das ist jetzt genau das Beispiel dafür, wie ich was Altes in dem modernen Betrieb noch verwenden kann. Und es ist immer noch absolut sinnvoll. Das ist jetzt aus rein nostalgischen Gründen. Auch in Sachen Qualität bauen die Bamberger Traditionsgärtner auf ihren weitreichenden Wurzeln auf. Die Gärtner haben ja über Jahrhunderte ihre Sorten selbst gezüchtet da in Bamberg. Und ihren Sommer, du hast von einem Gärtner auch keinen Sommer gekriegt. Das war ja sein Wert, den er gehabt hat. Ich habe zum Beispiel unseren Wirsching, den wir jetzt haben, da war ich bei einem 90-jährigen Gärtner damals, habe gesagt, ich hätte gerne was versagt. Was willst du? Kommt überhaupt nicht in Frage. Dann habe ich zu ihm gesagt, na sag einmal, Herr Master, jetzt bist 90, deiner Kinder machen keinen Gärtner, deiner Enkel machen keinen Gärtner. Du hast den schönsten Wirsching und der Samer, das geht doch alles verloren. Und dann hat er gesagt, naja Michel, weil du das bist, kriegst du einen Esslöffel voll Samer. Und den hat er noch abgestraft, dass er auch nicht so viel ist. Hier konnte Kulturerbe in Form von Saatgut bewahrt werden. Nicht gelungen ist das in einer anderen Bamberger Lebensmitteltradition. Dem Bierbrauen mit heimischem Hopfen.
Der Gärtner Chris Emmerling versucht nun seit einigen Jahren zumindest den immateriellen Teil der Tradition wieder aufleben zu lassen. Aber das geht ja schon eher so in die dunklere. Das hat doch recht. Witzig. Das mit lokalen Zutaten zu brauen, das ist ausgestorben gewesen, weil dann die Zutaten zugekauft wurden oder werden. Mega schade und auch unverständlich eigentlich. Aber das ist ja wie bei vielen Produkten, wo man sich jetzt wieder vielleicht zurückbesinnt, war halt früher einfach der Gedanke, möglichst viel, möglichst große Masse zu produzieren. Und das war hier nicht möglich. Also es hat sich das alles auf Gebiete verlagert, wo eben große Flächen entstanden sind. Die Bamberger Hopfensorten sind verloren gegangen. Chris Emmerling baut stattdessen nun andere alte deutsche Hopfensorten sowie Züchtungen aus aller Welt an. Die Bamberger Biersortenvielfalt bereichert er um eigene Kreationen. Darunter auch einige Craft-Biere, laut Reinheitsgebot sogenannte Nicht-Biere. Denn neben Hopfen, Malz, Hefe und Wasser werden noch weitere Zutaten verwendet. Aber auch das beruht auf altem Brauch. Früher wurden viel Kräuterbiere auch gebraut. Oder dann eben auch wirklich wie so Ritualtrünke, wenn man sich damit beschäftigt. Also früher war Bier viel mehr, wie es heute ist. Neben Nicht-Bieren gibt es in Chris Emmerlings Selbsterntegärtnerei auch noch Nicht-Gemüse. Dort haben die Bamberger Zugriff auf allerlei alte Sorten. Und vor allem auch Tomaten, die wo keine Tomaten sein dürfen, weil laut EU-Verordnung die Tomaten auf wenige Sorten beschränkt sind. Welche das sind? Ich glaube, guter Geschmack kommt als letztes. Die Sorten, die wo wir haben, die sind alle nicht zugelassen als Tomate. Die darfst du nicht in den Handel bringen. So viel zu Sharing Heritage. Vielfalt in der Einheit gilt hier also nicht. Aber aus welchem Grund? Weil die Richtlinien von der EU natürlich stark von der Industrie geprägt sind. Das bedeutet einheitliche Form. Lange Haltbarkeit, also für Transportweg. Die dürfen nicht leicht verletzlich sein beim Transport. Es geht der EU darum, eine lückenlose Lebensmittelversorgung zu garantieren. Von der festgelegten Norm abweichende Sorten werden hier als nicht resistent genug eingestuft. Und zwar werden zugunsten der Diversität grundsätzlich auch alte, regionale Sorten genehmigt. Die dürfen dann aber nur in limitierter Menge angebaut werden. Was sagt ihr denn jetzt als Gärtner dazu, dass die EU mit diesem europäischen Themenjahr ihr Kulturerbe zwar fördern und feiern möchte, aber gleichzeitig dann mit Richtlinien dagegen arbeitet? Ja, ich möchte eigentlich nicht gefeiert werden, sondern ich möchte einfach das pflanzen, was ich gerne pflanzen will. Der Knackpunkt ist ja eigentlich wieder der, im Hintergrund ist das, die Industrie möchte nicht, dass man als Gärtner unabhängig ist. Die Industrie möchte, dass ich Saatgut kaufe. Die Samen, wo die züchten oder die Pflanzen, die funktionieren nur mit Pestiziden. Also das wird den Pflanzen auch angezüchtet, da steckt der Plan dahinter. Syngenta und Monsanto halten über 90% Marktanteil im Saatgut und in Pestiziden. Hybrid-Saatgut, ne? Wenn jetzt die Sorte auf Schädlinge auf einmal Probleme macht, dann haben natürlich nicht nur der eine Gärtner in dem einen Landkreis irgendwo Probleme, dass der Schädling speziell auf die Pflanze geht, sondern hast gleich das globale Problem. In der Gärtnerei Niedermeier und Emmerling werden unter dem Credo einer umweltverträglichen, nachhaltigen Produktion hingegen ausschließlich pflanzliche Spritzmittel und Nützlinge verwendet. Keine Pestizide. Die Pflanzen, die wo ich pflanze mit meinem Saatgut, die passen sich an den Standort bei mir an, an mein Klima, an die Umgebung. Und die alten Sorten, die sind eben noch ursprünglich und sowieso resistent gegen viele Sachen. Okay. Aber da sieht man halt, die Politik, die geht eigentlich an der Realität weit vorbei. Ne? Die Bevölkerung merkt ja das gar nicht. Was uns auch wichtig war, wir haben jetzt seit letztem Jahr auch alle Subventionen abgelehnt. Subventionen, gerade in der Globalisierung, machen viel kaputt. Ganz einfaches Beispiel, Flüchtlingsströme. Also warum kommt der Afrikaner nach Deutschland? Weil er dort unten keine Lebensgrundlage mehr hat. Die Basis jeder Wirtschaft ist erstmal Landwirtschaft. Und wenn ich über Subventionen in Deutschland billige Hühner produzieren kann oder Milchprodukte, die ich dann ja in Deutschland nicht hundertprozentig verarbeite, sondern den Rest schicke ich so günstig nach Afrika, dass dort der Hühnerproduzent keinen marktfähigen Preis erzielen kann im Vergleich zu dem Konkurrenzfleisch aus Europa. Da haben wir null Perspektiven. Und die Leute gehen ja los, weil sie perspektivlos sind. Würde ich auch nicht anders machen. Ne? Globalisierung schön und gut im industriellen Bereich, aber in Lebensmittelversorgung hat es nichts verloren.
Mit ihrem Regionalitätsprinzip positionieren sich die Bamberger Gärtner als Gegenentwurf zur Globalisierung in der Lebensmittelversorgung. So gesehen könnte das einer von vielen Ansatzpunkten sein, von wo aus man den europäischen Einheitserosionen gegensteuern könnte. Die Tradition kann also als Vergleichsebene dienen, an derer Fehlentwicklungen leichter erkennbar werden. Es gibt einen Spruch, der heißt, nur wenn wir wissen, woher wir kommen, können wir wissen, wohin wir gehen. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen die Botschaft dieses Jahres, dass das Bewusstsein dafür steigt. Rückblickend auf diese Reportage, meinen Beitrag zum europäischen Kulturerbejahr, verstehe ich diese Erkenntnis als einen Appell, den wir uns nicht nur als Europäer, sondern vor allem auch als Weltbürger zu Herzen nehmen sollten.